Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wie gesagt, war 25 Jahre alt. Sayyidah Khadija, wenn sie eben geheiratet haben, war 40 Jahre alt. Zweimal verwitwet mit drei Kindern. Das müssen wir gut auswendig lernen, diese Informationen. Damit wir richtig antworten können, wenn wir etwas hören, dass Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in Richtung Kritiken an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dass er Frauenfan ist oder verfolgte viele sexuelle Triebe und ähnliches und so, dann müsste man diesen Fall ganz gut im Gedächtnis haben. Auf jeden Fall, dass Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mit 25 Jahren, als in diesem Jungalter, eine Frau aussucht, die unter dieser, die auch in so einer, unter solchen Umständen gelebt hat, eben fast das Doppelte als sein Alter, also 40, 25, zweimal schon verheiratet, verwitwet und drei Kinder, ist keine leichte Situation. Ist ein Hinweis, dass Rasulullah sein Ziel von dem Heiraten, von diesem Heiraten mit Khadija, radiallahu anha, war nicht rein die Triebe und die Bedürfnisse, die menschlichen, natürlichen Bedürfnisse, die auch legal sind, die sexuellen Bedürfnisse, sondern es war viel mehr. Es war er ist eine Ehe gegangen, in der er erkannt hat, den Wert von dieser Frau. In der er geschätzt hat, den Wert von dieser Frau. Und er wollte mit dieser Frau, die geehrt ist in ihrem Volk, die gute Charaktereigenschaften, er hat in ihr die gute Charaktereigenschaften, er hat in ihr diese Reinheit, mit der sie bekannt ist in Mekka, genauso wie er bekannt ist, As-Sadiq al-Amin war Khadija, wie gesagt, bekannt, radiallahu anha, mit der Reine, die Tahira. Okay? So, das, was ihn interessiert hat an dieser Frau und an dieser Ehe mit ihr. Es waren hohe Ziele von der Ehe und nicht nur die normalen Triebe, die man befriedigen will. Würde die Ehe nur auf dieser Basis, dass er normale menschliche Triebe befriedigen will, dann wünschen ihn viele andere Frauen, die in besseren unter besseren Umständen, die jung sind, die höchstens so alt wie er, 25, aber nicht viel älter als er. Und auch nicht verheiratet und keine Kinder haben, keine Last von anderen Kindern mit sich haben. Aber diese ganze Konstellation ist ein Hinweis, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat in dieser Ehe die Reinheit von Khadija angestrebt und die hohen Charaktereigenschaften von ihr angestrebt. Hat die Person diese Identität und diese Persönlichkeit von Khadija, mit der wollte er sich verbinden.